Ja, hallo, liebe Blaulicht- und Osttechnik-Freunde. Ja, heute gibt's mich mal live und in Farbe. Ja, hier haben sie ja, weil wir festgestellt haben, dass das Mikrofon an der Kamera ist ganz woanders. Haben wir sogar mal hier ein Mikrofon uns zugelegt, in der Hoffnung, ja, alles wird natürlich besser. So, worum geht's heute? Es geht heute mal nicht um Radios, nicht um Kassetten oder sonst irgendwas, ist aber trotzdem Osttechnik. Die Idee zu diesem Video ist uns eigentlich gekommen, als wir versucht haben, hier von diesem, ich sag mal, Kettungpflaster, ja, eine CD auf unseren SKR 500 zu überspielen, auf Kassette. So, nun kann man natürlich sagen, ja, warum stellt ihr euch da so dämlich an? Nee, ihr habt doch Kassette und da drunten und oben ist für CD. Ja, da drüber ist, das ist ein uralter Gerät, das hat eigentlich schon längst auf den Schrott. Ja, auf den Elektroschrott natürlich, weil es nicht mehr reparabel und das lohnt sich auch nicht, das Ding da nochmal zu reparieren. Und das Kassettenfach unten ist definitiv defekt. So, nun haben wir uns natürlich einen Kopf gemacht. Haben uns hier verschiedene Adapter besorgt und so weiter und so fort. Darum soll es aber heute erstmal ja nicht gehen, um irgendwelche West-Adapter. Wir haben eigentlich ganz kurz vor, das Hauptthema ist, was ist ein Diodenkabel und was ist ein Überspielkabel? Ja, so, nun kann man natürlich sagen, naja, das Ding hier, ne, doch. 5 Poler Stecke, ja, ist egal. Wenn ich im Internet suche, Überspiel, Diodenkabel, zeigt er mir so was an und dann ist die ganze Sache schick. Hm. Ja, gut, mag alles sein. Man wird auch, finde ich, dann hier mit irgendwelchen Chins, Steckern und einem, ja, das sieht jetzt, das Ding sollte auch schon längst entsorgt werden. Ja, und einer sogenannten, jetzt in diesem Fall eine DIN-Buchse, also nicht Dionenbuchse, ja, sondern das ist eine DIN. Ja, warum, wieso, weshalb, kommen wir noch dazu. Ja, man findet also verschiedene Sachen. Ja, hier haben wir noch so ein Adapterkabel, was man auch benutzen kann. Ja, Adapterkabel, ganz einfach, 3,5 mm Klinkenstecke, kommt hier in diesen Ghetto-Blaster rein. Und andere Seite haben wir einen 5-poligen Diodenstecker. Ja, wunderschöne Sache. So, bevor wir mal zu einer selbst erstellten PowerPoint-Präsentation kommen, um mal dann zu erklären, was ist ein Diodenkabel und was ist ein Überspielkabel. Ganz kurz noch eins. Wir haben mal hier, ich hoffe, jetzt sieht man so ein bisschen. Gerade mal so die Hand hin. Ja, ich sag's, YouTube bildet. Nee, früher liegt mir ein Kopf immer. Heute hält man einfach die Hand hin und kann alle zeigen. So, das ist jetzt natürlich kein Überspiel- oder Diodenkabel. Das ist mal ein Antennenkabel. Warum wir das genommen haben? Eigentlich ganz einfach. Der Aufbau von diesen Kabeln hier, ja, und dieses Antennenkabel, so genanntes abgeschirmtes Kabel, müsste ich jetzt lügen, 50, 75 Ohm, ja, ist eigentlich ein und dasselbe. Nur, dass man das hier in dem dicken Ding ein bisschen besser erklären kann. Wir haben also die sogenannte Außenhülle, Isolierung, wie man dazu sagen will. Dann steht hier so ein Nippel, den haben wir jetzt mal so ein bisschen einfach zusammengedrillt.
Das ist die sogenannte Abschirmung. Ja, die zieht sich praktisch durch das gesamte Kabel. Gut, wir haben jetzt hier bloß so kleine Stücke. Gibt es in 50, 150 Meter Leitung und. Wir haben jetzt bloß das kleine Stückchen hier genommen. Dann kommt, ich hoffe, sieht man auch noch, ja, nochmal eine Isolierung, ja, wo praktisch diese Abschirmung drauf angebracht ist. Und dann kommen wir zur eigentlichen, das ist die sogenannte Seele. Ja, also nicht Mitteldraht, sondern das nennt man Seele. Ja. Genau so besteht natürlich nur viel dünner, ja, ein Überspiel oder ein Diodenkabel oder sogar hier diese, ich sag mal jetzt etwas marode Westtechnik. Ja, das Prinzip ist immer ein und dasselbe. Ja, egal ob man dreipolig hat, ob man fünfpolig hat, wichtig ist dort, wo NF irgendwo durchgeht oder auch HF, muss immer eine Abschirmung sein. Und das haben wir jetzt versucht, mal hier zu erklären. Ja, und wie versprochen, haben wir hier mal so eine kleine PowerPoint-Präsentation erstellt, um den Unterschied zwischen einem Überspiel und einem Diodenkabel zu erklären. Vielleicht noch ganz kurz, im Osten hieß das Ding wirklich Diodenkabel und im Westen DIN-Kabel, DIN-Stecker und so weiter und so fort. Das ist einfach damit begründet, im Osten gab es keine deutsche Industrienorm, sondern dort gab es die sogenannte TGL. So, jetzt kommen wir mal zum dreipoligen Diodenstecker und die Kennzeichnung der Anschlüsse. Ist jetzt ein bisschen komisch, wie wir das jetzt gemacht haben, aber wenn ich mich so trübe daran erinnern kann, war die Kennzeichnung zu Ostzeiten so gewesen. Und zwar haben wir hier einmal den Anschluss 1. Beachtet bitte, dass wir auf die sogenannten Lötstifte gucken. Anschluss 1 für die sogenannte Wiedergabe, die 2 dann für die Aufnahme und die 3 dann für die sogenannte Schirmung oder auch Abschirmung für dieses Kupfergeflecht, was wir schon ganz kurz vorgestellt hatten. Jetzt nochmal der dreipolige Diodenstecker und die Funktion der Anschlüsse. Wir haben hier wieder beginnend mit dem Anschluss Nr. 1 die Wiedergabe, so wie ich das bereits schon sagte, dann weiter mit Anschluss Nr. 2. Dort haben wir dann die Aufnahmeleitung geschaltet und zu guter Letzt der Anschluss Nr. 3. Das ist immer die Abschirmung. Kann man sich einfach merken, 3 ist immer die Abschirmung und das ist dieser mittlere Kontakt. Das, was wir beim Dreipolienstecker haben, haben wir natürlich auch beim sogenannten 5-Polien mit Einführung des Stereotons wurde jetzt geschaffen. Wir haben hier den Anschluss 1 für die Wiedergabe, die 2 Aufnahme, zu guter, nee, so in der Mitte, natürlich die 3 für die Abschirmung. Hinzugekommen sind natürlich zu dem 3-Polien-Stecker 2 weitere Kontakte, hier bezeichnet mit 4. Und den Kontakt Nr. 5. So, jetzt kommen wir mal zur Belegung. Eigentlich hatte ich ja schon gesagt, wir haben auch versucht, hier so möglichst einheitlich die Farben zu wählen, damit man nicht allzu doll durcheinander kommt. Wir haben hier den Anschluss 1 oder Pin 1 für die Wiedergabe des linken Kanals. Dann haben wir den Anschluss Nr. 2 für die Aufnahme des linken Kanals. Natürlich unsere Abschirmung an Pin 3 nicht zu vergessen. Hinzugekommen sind im Gegensatz zum 3-Polien-Stecker jetzt noch die Kontakte 4 für die Wiedergabe des rechten Kanals und der Anschluss Nr. 5 für die Aufnahme des rechten Kanals.
Kommen wir jetzt zum Diodenkabel dreipolig, also Diodenanschlusskabel dreipolig. Hier relativ einfach die Verbindung von Stecker links zu Stecker rechts. Hier beschaltet jeweils mit einer Signalleitung von Anschluss 1 auf Anschluss 1 für die Wiedergabe. Dann haben wir für die Aufnahme die Belegung von Anschluss 2 auf Anschluss 2 und zu guter Letzt natürlich, wie kann es anders sein, unsere Abschirmung. Hier im Bild blau dargestellt, welche dann von Anschluss 3 zu Anschluss 3 geschaltet ist. Jetzt kommen wir zum sogenannten Überspielkabel dreipolig, ebenfalls wieder von dem Diodenstecker links zum Diodenstecker rechts. Hier diesmal, man sieht es schon, diese eigenartig verformte Signalleitung, geht der Signalweg von 1 auf Pin 2 und für die Aufnahme geht dann der Signalweg von Pin 2 des linken Steckers auf den Pin 1 des rechten Steckers. Und zu guter Letzt natürlich muss sein, Vollzähligkeit, die sogenannte Abschirmung, hier wieder blau dargestellt, geht dann von Anschluss 3 auf Anschluss 3. Ja, was beim 3-Polien geht, geht natürlich auch beim 5-Polien. Diodenanschlusskabel, hier wieder die Beschaltung am linken Stecker 1. Am rechten Stecker ebenfalls Anschluss 1, dann die Belegung von Pin 2 auf Pin 2 für die Wiedergabe. Unsere Abschirmung dürfen wir nicht vergessen, das ist wichtig. Hier im Bild wieder blau dargestellt. Zusätzlich zum 3-Polien-Anschluss haben wir jetzt dann noch zwei weitere Signalleitungen. Hier geschaltet von Anschluss 4 auf Anschluss 4 und zu guter Letzt wieder für die Wiedergabe von Anschluss 5 auf Anschluss 5. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil wir behandeln jetzt das 5-Polie-Überspielkabel. Auch hier wieder wie beim 3-Polien-Kabel diese sogenannte Kreuzung. Und zwar diesmal von 1 auf 2. Von 2 auf 1 für die Aufnahme. Unsere Abschirmung hier dargestellt, wieder blau im Bild. Ja, der Vollständigkeit halber unten noch so pro forma die Verbindung gekennzeichnet. Abschirmung, wie ich schon sagte, von 3 auf 3. Zusätzlich dann haben wir nochmal den Pin 4 auf Pin 5 verdrahtet und für den zweiten Kanal von 5. Ja, dann ist natürlich immer die Frage, gut, ich habe mir jetzt ein Original Dioden- oder Überspielkabel gekauft, gibt's hier, wir haben hier sogar eins, das ist jetzt ein DIN-Kabel, ja, das ist von der Firma Uhr. Ja, aus West Germany ist genauso beschaltet wie ein normales Kabel, also fünfpolig der Stecker. Ja, hier haben wir noch ein Kabel, das hat man irgendwie einer selber gebastelt. Nun ist natürlich immer die große Frage, was habe ich denn da nun? Ein Stereo-Kabel, habe ich ein Monokabel mit 5 Anschlüsse? Ja, gibt es natürlich auch. Ja, es gibt Monokabel, die haben 3-Polie-Anschlüsse, also Diodenstecker. Und da gibt aber auch Monokabel, die 5-Polie-Stecker haben. Da bleibt einem nichts weiter übrig, wenn man hier so ein wunderschönes, ich sag mal jetzt, Nostalgie-Instrument hat. Ja, wo man Durchhaltsprüfung mitmachen kann, also hiermit kann man noch ein bisschen mehr machen, ja, Spannung messen, Strom messen,
den ohmschen Widerstand messen. Man kann aber auch hier praktisch dann damit einen sogenannten Durchgang messen. Ein Standardteil, also das, was natürlich schön ist, DDR-Gerät, ne, ist von RFT VUB Mikroelektronik Karl Marx in Erfurt. Made in GDR. Ja, und funktioniert so ja noch. Ja, wie gesagt, wenn man sowas hat, ist das relativ einfach, ja, das zu prüfen. Wir haben ja vom Prinzip her hier, also jetzt haben wir hier mal eine Buchse, ja, und hier haben wir den 5-Polien Stecker. So, dann hält man sich die beiden Dinge, ich drehe das mal so ein bisschen rum, dann kann man das besser sehen, hält man sich einfach so hin, ja. Man kann natürlich auch Freunde machen, fällt mir gerade ein. Bei einigen Steckern, die kann man öffnen. Da hat man hier, ja, Kaufmann sieht man so ein bisschen, diesen Knubbel hier, den kann man abmachen. Ja, wir machen da mal so ganz schnell ab. So, zacki, schiebt hinten das Kabel so ein bisschen raus, ja, so dass ich dann vorne, das ist aber, ich glaube, das Ding ist hier schon zu verkeimt. Brauchen wir eine Zange. Königreich für eine Zange. So, dann kann man das hier das ganze Ding rausziehen. Muss man natürlich dann andere Seite auch machen. Oder man ist ganz pfiffig und merkt sich, irgendwo die Anschlüsse ist alles Käse. Ganz ehrlich. Also, das Beste ist, beide Dinge so hinlegen, dass die Kontakte übereinstimmen. Dann irgendwo festklemmen und dann wird einfach gemessen. Und zwar, ihr habt ja unsere PowerPoint-Präsentation gesehen, es wird dann einfach gemessen, angefangen von Pin 1, da kommt ein Kontakt vom Messgerät rein, ja, also hier von dem Schnuckelteil, nee. So, und in das Gegenstück oder an das Gegenstück, je nachdem, was man hat, Stecker oder Buchse, da wird ebenfalls an Pin 1 gemessen. So, da ist Durchgang. Ganz große Kino. Kann man schon erstmal davon ausziehen. Wir haben hier ein Diodenkabel. Ja, warum? Haben wir in der PowerPoint-Präsentation zu versucht erklären. So, messe ich jetzt an Pin 1. Ja, und am Gegenstück auch an Pin 1. Und da ist kein Durchgang. Dann in dem zweiten Ding einfach mal auf den sogenannten Pinsbolien. Ja, so. Und wenn man da Durchgang hat, dann haben wir ein Überspielkabel. Nun ist natürlich immer noch nicht gesagt, ob wir auch wirklich Stereo haben. Deswegen sollte man alle Anschlüsse einmal durchprüfen. Nun ist natürlich auch folgendes, ja, ganz für viele Leute, nee, da haben wir hier so ein Kabel, sieht aus wie Stereo, ist so schwer wie Stereo und all drum und dran. Hier war man ganz pfiffig gewesen, ja, und hat einfach die Kontakte 1 und 4 sowie 2 und 5 zusammengelötet. Warum auch immer, ist ein Monokabel, also nee. Demzufolge immer messen 1 zu 1, 2 zu 2 und so weiter und so fort. Ja, wenn man schon bei 1 und 1, so wie ich das schon sagte, keinen Durchgang hat, dann einfach eine Seite die 1 drin lassen, andere Seite mal einfach auf der 2 messen, wenn dort Durchgang ist. Ja, und man verinnerlicht sich unsere PowerPoint-Präsentation, die wir angefertigt haben und schon gezeigt haben, dann weiß man, ich habe ein Überspielkabel. So, und ganz zum Schluss natürlich immer die große Frage, wozu macht ihr den ganzen Quatsch hier? Labert uns hier ein Ohr ab. Das Problem ist eigentlich folgendes. Man hat 2 Kassettengeräte. Wir nehmen mal hier einfach jetzt das Mira. Ja, wunderschön. Mira, DDR-Gerät, Mono, nur Kassette, also nichts groß mit Radio. Und wir haben noch ein zweites Mira. Ja, gleiche Ausführung. Auch Mono. Und ich möchte jetzt von einem Kassettengerät aufs andere überspielen. Über die Gründe lasse ich mich jetzt mal nicht aus. Ja, kann so viele Gründe haben, warum, wieso, weshalb. Ich habe nur eine Kassette oder weiß der Kuckuck was. Oder ich möchte mir das selber zusammenschneiden. Gibt 1000 Gründe. So, was brauche ich denn da? Ja, was brauche ich denn da für ein Kabel?
Brauche ich da ein Überspielkabel oder brauche ich da ein Diodenkabel? Ja, das ist hier die Frage. Und aus diesem Grunde haben wir das praktisch gemacht. Zumal ich mitgekriegt habe, auch im Internet, gerade bei Facebook, viele Jüngere, ja, sag ich mal, die jetzt die DDR-Zeit nicht so miterlebt haben, ja, oder nur in den letzten Zügen miterlebt haben, kommen jetzt nach und nach immer wieder darauf, RFT-Geräte sich zu besorgen, diese natürlich auch gängig zu machen, auszuprobieren, ja, und dann kommt ab und zu immer so die Frage, also ich habe da ein Tonbandgerät mit absolut tolle Bänder, ich habe meinen Kassettenrekorder, ja, auch DDR, und den Typ SKR 500, wie er da oben steht, oder hier ein ARI 80 oder irgend sowas. Ja, da kommt nur ganz leise Musik rüber, oder da kommt ja keine Musik rüber, oder das ist total verzerrt und so weiter und so fort. Nun könnten wir darüber noch einen zweiten Film machen, weil einige Geräte haben Besonderheiten. Ja, einige Geräte haben, wie zum Beispiel das Mira jetzt, die haben nur eine Buchse. Da ist das relativ einfach, muss man nicht groß was beachten. Ja, dann gibt es Geräte, die haben zwei Buchsen an der Seite, also die Diodenbuchsen. Ja, eine beschriftet mit TA, die andere beschriftet mit TB. So, kann man sich ganz einfach merken, TA Tonabnehmer, das ist also Schallplattenspieler und alles sowas, was also eine höhere Ausgangsspannung hat, die aber in dem Gegengerät praktisch herabgesetzt wird, damit man wieder auf normalen Pegel kommt. Ich hoffe, es so halbwegs erklärt. So, die andere Buchse, bezeichnet mit TB, kann man sich ganz einfach merken, Tonband. Bumm, Tonband. So, wird vom Prinzip her dann benutzt, wenn ich von einem Kassettengerät auf ein anderes Kassettengerät überspielen möchte. Oder muss. Müssen tun wir ja nicht. Wollen wir mal ins Gras beißen müssen wir, ne? So, also bleiben wir mal bei ich möchte gerne. Ja, dann nehme ich die TB-Buchse. Will ich jetzt eine Schallplatte auf Kassette überspielen, dann nehme ich natürlich die TA-Buchse. So, jetzt gibt es natürlich gute Anlagen. Ja, da muss man das nicht umschalten. Und dann gibt es auch gute Anlagen. Da muss man dann darauf achten, dass man denn einen betreffenden Umschalter hat. Ja, das ging so ja so. Es gab auch Geräte, die hatten nur eine Buchse. Ja, Mono Stereo und hatten einen Zusatzschalter, wo dann vom Prinzip her aus dem TB-Signal, also TB für Tonband, ein TA-Signal gemacht wurde. Ich hab's auch. Ja, gut, wollen wir euch nicht weiter langweilen? Das, was wir eigentlich noch vergessen haben. Warum heißt das überhaupt Diodenkabel? Eine Diode ist ja eigentlich ein elektronisches Bauteil. Ja, ich sag's mal so ganz einfach. Eine Seite Strom drin, andere Seite Strom raus. Ja, also wenn ich hier, was ist ich, Plus habe, läuft das durch die Diode, andere Seite wieder raus. So, drehe ich die Bähndrähte, die Anschlussdrähte praktisch um. Ja, Strom darin wird gesperrt, geht nicht weiter, kommt also andere Seite nicht wieder raus. Das ist eine Diode. So, warum heißen diese Kabelchen hier Diodenkabel? Ja, also das eine von denen ist ganz einfach damit erklärt, aus den Anfängen der Radiotechnik, ja, mit sogenannten Demulatoren. In diesen war eine Diode drin, ja. Wozu, würde jetzt zu weit führen. Machen wir vielleicht noch ein zweites, drittes Filmchen draus, wenn es interessiert. An dieser Diode konnte das sogenannte NF-Signal abgenommen werden. Ja, so, olle Röhrentechnik. Die hat natürlich ganz andere Anschlüsse. Ja, das waren so wie Telefonbuchsen hinten dran. Ja, ihr kennzeichnet als Tonabnehmer oder weiß der Kuckuck was. Ja, und dann wurde von dort das NF-Signal vom Prinzip her ausgegliedert, ging über diese Buchse und konnte dann zum Beispiel an einen Verstärker oder sonst jemand anderes angeschlossen werden. Und so hat sich das eingebürgert. Ja, zumindest im Osten. Ja, die Ohren. Hatten wir schon, warum das nicht DIN bei uns hieß. Heute ist das ja alle DIN. Ja, sondern
wir hatten ja die TGL, die nichts zu tun hat mit der totalen Gesichtslähmung, wenn man aus der Kneipe kommt, sondern das war die Vorschrift gewesen für alle in der DDR hergestellten Erzeugnisse, ja, wo es eine sogenannte verbindliche Norm gab, ja, nicht nur verbindlich, die musste so ja eingehalten werden, ja, gibt es in der DIN-Norm auch, ja, ich sag mal eine Schraube, M8, ja, da kann der nicht sagen, naja, sparen wir ein bisschen Material und machen das ganze Ding so 7,8 oder was, ja, nee, geht nicht, muss genau exakt in diesen Abmessungen drin sein. Gut, so, jetzt kommen wir noch zu eben, nachdem wir jetzt die ganzen Kabeleien und Überkreuz und weiß der Kuckuck was hatten, der Tipp eine ganz einfache Methode. Viele werden es wissen, wir möchten ja trotzdem nochmal in Erinnerung rufen. Es gibt bei verschiedenen Anbietern, und zwar einen sogenannten Transmitter. Ja, ich mach mal jetzt die Musik mal aus. So, einen sogenannten Transmitter. Was ist das? Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Das ist ein Sender, der im UKW-Bereich, also wenn man UKW hat, dann die Frequenzen, sage ich mal so ganz grob, ab 90 bis 104 MHz bedient. Ihr braucht keine Angst zu haben, das Ding hat maximal eine Reichweite von 1,50 Meter. Ihr stört also, wenn ihr euch irgendwo in die Mitte hinsetzt, weder euren Nachbarn zur rechten noch zur linken Seite. Der kann auch eure Musik, sofern er nicht gerade vorm Fenster steht, nicht mithören. Man kann verschiedene Frequenzen einstellen. Ich hoffe, dass man dort mal so ein bisschen sieht. Ja, gibt es übrigens auch für verschiedene, also für Kraftfahrzeuge zum Beispiel. Ist nicht ganz so geeignet, weil da braucht man wieder eine externe Spannungsquelle von 12 Volt. Ja, wir haben uns das Ding hier besorgt. War nicht mal allzu teuer gewesen. Hier ein 3,5 mm Klinkenstecker. Das Display hier an der Seite ist die Ladebuchse, ja, also wird praktisch mitgeliefert, so ein kleines Lüttel Ladekabel, was man dann an ein entsprechendes Netzteil oder an den PC, an die USB-Buchse anschließen kann. So, oben haben wir noch Ein- und Ausschalter und das war's. So, was ist jetzt die Grundvoraussetzung, was ich brauche? Ich brauche ein, wir nehmen ja in dem Fall hier den Ghetto-Blaster, ja, dieser muss ein 3,5 mm Klinkenausgang haben. Oder wenn er 6 mm hat, ist das auch nicht wild. Da gibt es auch Adapter von 6 mm auf 3,5 mm Klinke. So, das Ding muss ein Ausgang sein. Ist logisch. Eingang würde ja keinen Sinn machen. Muss also ein Ausgang sein. Und ideal ist dafür natürlich der sogenannte Kopfhörer oder Ohrhörer. Ausgang hat einen kleinen Nachteil. Ich kriege an diesem Gerät praktisch die Ausgangsspannung oder besser gesagt die Lautstärke für meine Kopfhörer über den Lautstärkeregler. Das macht er natürlich hier mit. Ja, das heißt, drehe ich das Ding hier auf volle Pulle, dann kommt auch volle Pulle wo was an. So, was brauche ich noch? Ich brauche ein Radio. Ja, in unserem Fall hier, wie gesagt, den SKR 500, ja, Stereo, das Ding überträgt auch Stereo, ja, unter der Voraussetzung, ich habe da ein Stereo-Signal, ja, also wenn da Mono ist, dann kommt da oben auch bloß Mono an, ja, aber das Ding überträgt auch Stereo-Signale. So, ansonsten ist das eigentlich relativ einfach zu handeln. Wir haben mal hier eine DVD drinne in unserem Ghetto Blaster, hört sich so gut an, Ghetto Blaster, wo wir der Meinung sind, ist nicht GEMA oder GVL pflichtig. Ja, so, wollen wir reinhorchen, ob wir da was hören. Na, auf zum Kampf, das ist doch was, ne? Ja, gut. So, jetzt stelle ich mir hier eine Frequenz ein. Wir haben jetzt in unserem Fall 90,1
Megahertz genau. Man kann auch jede andere, wie gesagt, in diesem gesamten Bereich von 90 bis 104. Wer jetzt keine 104 hat, sondern nur 100 Megahertz, ja, wie zum Beispiel am R160, das geht dann nur bis 100 Megahertz, stellt natürlich dann etwas anderes ein wie 104, sondern bleibt dann unterhalb der 100 Megahertz Frequenz. So, da die ganze Ding einfach hier in den Ohrhörer reingestöpselt. So, jetzt hören wir natürlich nichts, ja, weil jetzt hatten wir eben ein kleines technisches Problem zu tun. Ja, warum auch der immer aufgehört hat, hier zu spielen. Aber wir haben erstmal diesen Transmitter in die 3,5 mm Ohrhörer oder Kopfhörerbuchse gesteckt. Wir hören jetzt natürlich nichts. Sinn und Zweck dieser Buchse ist das ja, dass ich über Kopfhörer was höre und nicht über die eingebauten Lautsprecher. Demzufolge wird das abgeschaltet. Aber im Groben weiß man ungefähr, was man so für Musik hat. So, dann schalten wir einfach unsere Gegenstelle ein. Das ist jetzt... Wir hatten es schon vorbereitet. Man sucht jetzt so lange, bis man seine Musik hier gefunden hat. Ihr hörtet, ja, man kann auch auf normal Radio. Ja, das ist jetzt also wirklich hier vom Ghetto Blaster über diesen Transmitter. Bis 1,5 Meter, ja, wird das praktisch übertragen als Stereosignal. So, machen wir jetzt die Musik lauter. Man hört's, er steuert also mit. Sollte man bei drauf achten. Dann kommt noch hinzu, hört man so ein bisschen dieses Brummgeräusch. Ja, kriegt man aber auch weg, indem man das Ganze über die sogenannte Handaussteuerung macht. So, dann, das war jetzt der letzte Punkt gewesen. Das war es eigentlich schon. Wenn es euch ein bisschen was gegeben hat, würden wir uns natürlich wieder über ein Däumchen freuen. Ich hoffe durch mein Aussehen, dass wir keine Abonnenten verlieren, sondern noch welche dazu kriegen. Ja, wenn euch so ist, würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Aus dem einfachen Grunde, ja, weiß man auch nicht, was wir machen denn mit 1000 Abonnenten und ob das alles so funktioniert. Aber wie gesagt, das ist nicht, sollte da mal irgendwie eine finanzielle, ganz vorsichtig, Sache bei rauskommen, dann geht das alles hier in unsere Sammlung. Ja, für Strom, neue Gegenstände und so weiter und so fort. Wir werden uns also damit nicht besaufen. Wir werden damit keine Frauen irgendwo besorgen oder sonst was anderes. Sondern das ist für einen guten Zweck. In dem Sinne, bleibt gesund und munter. Ja, von den Blaulicht- und Oldtimer-Freunden Märkisch-Oderland hier aus Eckersdorf. Tschüss.